mit dem Porsche durch Frankfurt. Davon träumen viele. War auch tatsächlich schon immer ein Kindheitstraum. Also ich glaube, ab der 8. Klasse, wenn ich gesagt habe, das möchte ich mir eines Tages mal erfüllen, diesen Traum. Das bin ich, Marcel. Von teuren Autos träume ich nicht. Aber auf Instagram sehe ich immer wieder Leute, die an der Börse richtig viel Geld verdienen. Zum Beispiel Goldesel-Investing. Hier gibt es jeden Tag Tipps zum Traden. Ich bin wirklich schon so lange an der Börse dabei und es ist immer wieder dasselbe. Was für ein Kopfkino sich hier einfach dann abspielt, wenn man in eine Position eingegangen ist. Aber funktioniert das wirklich? Schnell reich werden mit Trading? Nächster Stock ist das. Das will ich wissen. Und deswegen treffe ich mich mit dem Goldesel selbst, Michael Flender. Er verdient seit 13 Jahren sein Geld mit Aktienhandel. Dann komm mal rein in die heiligen Hallen, in Anführungszeichen, in mein Büro. Kann ich dir mal ein paar Sachen zeigen? Ja. Krass, du hast 1, 2, 3, 4, 5 Bildschirme hier. Ja, also man braucht das nicht unbedingt als Trader, aber ich sag mal, für eine gute Übersicht ist es halt schon gut, so möglichst viel im Blick zu halten. Und also ich habe ganz früh auch angefangen, nur mit einem Monitor zu handeln, aber habe dann irgendwann gemerkt, okay, zwei sind gut. Und jetzt habe ich mich so auf 4 bis 5 eingeschossen, in Anführungszeichen. Und ja, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Früher war Michael Wirtschaftsinformatiker. Das Traden hat er sich selbst beigebracht. Kurz vor 9 morgens, gleich macht die Börse auf. Wenn Michael Aktien kauft, dann sieht das total einfach aus. Mit ein paar Klicks bewegt er tausende Euro. Könnte ich als Laie auch zum Trader werden? Was muss ich dafür wissen? Was bedeutet Trading bei dir? Ich handle wirklich nur die Aktien direkt, weil mir das am meisten Spaß macht, weil da so direkte Verknüpfung quasi zur Wirtschaft da ist, weil mich interessiert quasi, wie läuft es operativ bei Unternehmen, und dort versuche ich dann einfach quasi, ja, die Trends bei einzelnen Unternehmen mitzunehmen. Wenn man zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise erkannt hat, welches Unternehmen sich stärker wieder erholt vom Markt, welche Branchen ja wieder gespielt werden oder dass jetzt der Autosektor gut läuft, ne, solche Sachen versuche ich zu identifizieren und davon dann eben auch zu profitieren im Endeffekt. Wenn du mir so ganz nüchtern erzählst, quasi, du sitzt eigentlich die ganze Zeit vor dem Computer und beobachtest das und es geht halt viel um Zahlen und so. Was hat dich denn so daran gereizt, das zu machen? Also ja, also wie gesagt, also es hat schon einen großen Reiz für mich. Also dieses Thema mit Börse und diesen Kursbewegungen, ja, das ist ja so ein bisschen Gamification und diese Spielerei. Also das ist ähnlich wie Pokern oder ähnlich wie Sportwetten. Das kennt vielleicht der ein oder andere. Und bei Börse ist es halt, geht das auch in die Richtung, aber also für mich ist das irgendwie nachhaltiger, weil man sich wirklich mit den Unternehmen beschäftigt, mit den Nachrichten beschäftigt. Und ja, das macht für mich jeden Tag einen Reiz aus irgendwie, weil es passieren halt jeden Tag neue Sachen einfach an der Börse. Es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Und es ist eben wie so eine Art täglicher Kampf gegen alle anderen Meinungen am Markt. Und das ist ja wirklich so. Also es ist quasi, du guckst jeden Tag, liegst du mit deiner Meinung richtig oder hat der Rest des Marktes einfach recht? Und das ist irgendwie schon jeden Tag so ein richtig spannender Kampf. Und klar, es geht auch darum, dann irgendwann Geld zu verdienen. Aber ganz am Anfang war das für mich jetzt nicht so wirklich der Antrieb. Also ich glaube, wenn man nur danach schaut, Geld zu verdienen, dann funktioniert das am Anfang sowieso gar nicht. Ich muss schon sagen, es schreckt mich auch so ein bisschen ab, wenn du sagst, es ist halt so, ja, man braucht irgendwie ein gutes Gespür, man muss viel wissen, man muss eigentlich schon alles irgendwie gewusst haben vorher. Was rätst du eigentlich Leuten, die da so neu einsteigen? Wie schafft man das überhaupt? Gut, es ist nochmal ein Unterschied, ob man jetzt quasi Vollzeit-Trader ist und jeden Monat Geld verdienen muss oder ob man quasi so, ich sag mal, ein aktiver Privatanleger ist und dann quasi mal Aktien oder Chancen, die es so gibt, so ein bisschen versucht mitzuhandeln. Das kann man auf jeden Fall machen. Und da rate ich auch jedem zu, das einfach mal zu machen. Aber für mich ist es halt nochmal ein Unterschied. Und das machen, glaube ich, viele. Die haben halt wenig Erfahrung, wenig Geld und kaufen halt nur die hochspekulativsten Aktien. Und das, wenn es vielleicht noch geht, sogar noch mit einem Hebel, da sage ich halt, fangt lieber erstmal ein bisschen ruhiger an und übertreibt es nicht am Anfang. Aber so eigene Erfahrungen sammeln mit kleinem Kapital ist meiner Meinung nach auch genau das Richtige. Denn auch an der Börse, vor allem im Trading, wenn man halt nur Bücher liest, das ist was anderes, wie wenn man dann mit richtig eigenem Geld handelt, weil der Kopf und so und die Emotion, das ist was ganz anderes, wie wenn man einfach nur sagt, okay, jetzt habe ich die Theorie verstanden, dann jetzt bin ich Vollzeit-Trader oder jetzt bin ich erfolgreich. Das funktioniert so nicht halt einfach. Deswegen ist es quasi das, was du vorhast, der erste Schritt auf jeden Fall, um mal in die Materie zumindest einzusteigen.
Michael ist nicht nur Trader, sondern auch Influencer. 40.000 Leute folgen ihm auf Instagram. Er postet jeden Tag Stories und macht regelmäßig Livestreams für seine Community. Und das ist schon ein ganz gutes Zeichen heute. Der Gesamtmarkt tut sich wieder nicht allzu viel, aber CD-Projekt hält sich heute sehr, sehr gut. Alle drei unterschiedlich gegessen. Ja? Kurze Pause für ein schnelles Mittagessen. Mich interessieren halt auch nicht irgendwelche Gucci-Taschen oder sowas. Will ich kein Geld für ausgeben einfach. Hi, ich bekomme einen vegetarischen Döner bitte zum Mitnehmen. Mit Joghurtsoße. Mit Joghurtsoße? Genau. Ja, kommt sofort. Dankeschön. Ne? Ciao, ciao. Danke, tschüss. Für mich persönlich heißt Mittagspause einfach mal rauskommen, den Kopf frei kriegen, das Handy weglegen. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so Mittagspause machst? Kannst du da überhaupt richtig abschalten oder hast du im Hinterkopf dann immer noch, keine Ahnung, du musst irgendwelche Kurse checken oder so? Ja, also meistens, also ich sag mal 95% der Fälle, das ist überhaupt kein Problem, weil mittags tut sich meistens nicht allzu viel an den Märkten. Es gibt also Ausnahmesituationen, wo richtig viel los ist und falls ich da auch ganz viele Positionen im Depot habe, dann ist es wirklich so, dass ich dann auch immer mal, wenn ich einkaufen gehe, kurz immer mal aufs Handy schaue, aber ansonsten bin ich da mittlerweile auch sehr entspannt. Und wie ist es, wenn du so versuchst, mal richtig abzuschalten? Geht das auch? Also, dass du sagst, ich guck mal einen Tag gar nicht rein? Oh, das ist sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Also gar nicht reinzuschauen, ist schon wirklich sehr schwer. Also mich interessiert die Materie halt doch extrem stark. Ne? Und also wenn ich gar nicht reinschauen würde, dann müsste es wirklich so sein, dass ich auch keine Position gerade am Laufen habe im Trading Depot. Ja, also ganz abschalten, das habe ich nur einmal jetzt im Urlaub geschafft, zuletzt, wo ich mal wirklich einen Tag lang gar nicht drauf geschaut habe. Jetzt will ich das selbst ausprobieren. Mit 200 Euro, einer Trading-App und 7 Tagen Zeit. Ich kaufe 3 Aktien, das kostet erstmal Gebühren. Eine Aktie, die von einem Brennstoffzellenhersteller, stürzt direkt ab. Und das geht ja gut los. Ich habe mich mit jemandem verabredet, der das besser kann und viel Geld an der Börse macht. Sebastian Müller. Guten Morgen. Hallo. Schön, dich zu sehen. Sebastian, hi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für deinen Besuch. Wollen wir uns erstmal einen Espresso holen? Ja, voll gerne, klar. Super. Zeige ich dir mal ein bisschen hier das Büro. Ja, das ist total ungewohnt quasi für mich, so hier auf so einem, 21. Stock sind wir hier, oder? Tatsächlich, ja. Spricht ja so ein bisschen, oder ist ja so sinnbildlich für Frankfurt eben, wenn du siehst da hinten. Das Stadion ist dann immer, wenn abends die Spiele sind, natürlich dann auch schön beleuchtet. Sebastian war bei der Deutschen Bank. Heute ist er selbstständig und berät reiche Leute beim Traden. Die meisten von ihnen Millionäre. Ich muss ja sagen, ich habe auch so ein bisschen versucht, schon mal einzusteigen ins Thema investieren, spekulieren und so. Was ich halt verstehe, sind so Aktien. Man kauft eine Aktie und verkauft sie irgendwann wieder mit Gewinn. Aber das ist ja auch nicht nur das, was du machst, oder? Ja, in der Tat. Also ich bin eher, sagen wir mal, Personal Trainer für Trader und für wirklich sehr börsenaffine Menschen, die wirklich eher im kurzfristigen Bereich unterwegs sind, also die jetzt eigentlich keine wirkliche Aktie kaufen, sondern die eher mit Futures oder CFDs, also durchaus auch gehebelt an der Börse unterwegs sind und eher eben kurzfristiger Natur. Okay, das musst du mir bitte mal erklären. So, was heißt CFDs, was heißt Futures? Also Future ist ja im Prinzip mit das älteste Finanzinstrument, was es gibt. Ist ein sogenannter Terminkontrakt. Rührt daher, dass eben Landwirte da ihre Ernte auf Termin schon verkaufen konnten und hatten dann eben auch eine gewisse Planungssicherheit. Also es ist einfach ein Terminkontrakt. Im Trading würde man sagen, damit handeln die Profis. Mit solchen Hebelprodukten fange ich erstmal lieber nicht an. Denn laut Statistik verlieren die meisten Börsenanfänger mit solchen Methoden ihr Geld. Das ist ja jetzt wirklich wie bei Bad Banks, da diese Penthouse-Wohnung. In der Tat, ja. Hast du eigentlich auch mal irgendwie Tage, wo du sagst, jetzt wird mir das alles zu viel? Oder also so, weil du ja auch gesagt hast, du musst ja ständig irgendwie alles im Blick haben und so. Gibt es Tage, wo du dich einfach vielleicht auch gerne mal ausklinken würdest aus dieser ganzen Mühle sozusagen?
Es ist natürlich so, wenn man irgendwo eine Passion für Dinge im Leben hat, dann wird es einem eigentlich niemals zu viel. Ja? Also die Passion sollte man aber auch schon haben, weil wenn man irgendwie an der Börse ist, dann muss man da auch ständig sein. Da gibt es sozusagen kein Urlaub oder kein Frei. Ja? Die Börse kündigt dir auch nicht an, oh, heute was passiert was. Das heißt, man ist immer in einer gewissen Lauerstellung und hat natürlich auch eine gewisse Grundanspannung, mit der man umgehen muss, dass man, wenn man irgendwo ist, im Stadion, im Flugzeug, im Auto, man immer eine gewisse Grundanspannung hat. Es kann jede Sekunde was passieren und dann muss man reagieren. Und so kommt es dann halt auch, dass man im Stadion sitzt und kriegt das Tor der Eintracht nicht mit, weil man hat einen Laptop auf dem Schoß, weil im amerikanischen Handel abends was passiert und man muss reagieren. Ich kann verstehen, dass das für seine Freunde und Familie manchmal nicht so leicht ist. Denn manche Geschichten klingen echt heftig. Das bleibt dabei, dass wir um 10 im Boxstudio sind. War mal beim Arzt, wollte extra meinen linken Arm geben für die Infusion, damit ich den rechten frei habe zum Handeln. Da sagt sie, ja, ihre Venen sind so schlecht. Okay, nehmen Sie halt den rechten. Ja. Und als hätte ich es geahnt, 10 Minuten später war Bewegung im Markt, ich musste handeln und habe dann natürlich meinen Arm gebraucht. Und dann hat die Dame netterweise eine halbe Stunde neben mir gestanden und mich beruhigt und hat mir die Kanüle reingedrückt, dass das weiterläuft, aber dass ich den Arm beugen konnte zum Handeln. Aber wenn man das halt in gewisser Weise lebt, dann empfindet man das eher so als positiven Stress, beziehungsweise wenn man es nicht mehr hätte, würde man sich vielleicht sogar langweilen und sagen, oh, hier ist ja jeden Tag alles gleich und einem würde vielleicht auch so ein bisschen die Action fehlen. Sebastian versucht an den Kursen Trends abzulesen, jeden Tag. Wenn was passiert, muss er schnell reagieren. Ziemlich stressig, vor allem wenn davon nicht nur ein paar hundert Euro abhängen, so wie bei mir. Zu deinem Job gehört es dann quasi auch zu sagen, irgendwann den Punkt zu finden, wo man dann wieder verkauft, um dann da den Gewinn rauszuholen. Unbedingt. Also ein Ausstiegspunkt, ein Ausstiegslevel ist genauso wichtig wie ein Einstiegslevel. Man muss das Schiff auch in den sicheren Hafen bringen. Ja? Man hat oftmals, dass man mit Trades wunderbar vorne liegt, aber wenn man eben auch den Zeitpunkt verpasst, die einzutüten, dann dreht es irgendwann früher oder später und dann geht man vielleicht noch mit einem kleinen Plus raus oder 0 für 0 wieder raus und dann haben einem diese ganzen tollen Buchgewinne nennt man es, ja, die vorher quasi nur auf dem Buch existiert haben, aber nie sozusagen eingeloggt waren. Die zerschmelzen dann wieder. Von daher, sowas gilt es natürlich zu vermeiden und einen Trade auch irgendwo dann zum richtigen Zeitpunkt einzutüten. Das habe ich auch schon selbst gemerkt. Gefühle können zum Problem werden. Entweder kriege ich Angst oder ich werde zu gierig. So grotesk wie da kann man sich doch bestimmt irgendwie nicht von frei machen. Oder sagst du jetzt, du kannst so Emotionen komplett ausblenden? Also ich würde sagen, das ist der Schlüssel tatsächlich zum Erfolg. Also wenn man sich jetzt mal als Beispiel nimmt, ein Gin Tonic besteht zu 80% aus Tonic und zu 20% aus Gin. Aber trotzdem ist jeder nur auf den Gin fokussiert, obwohl er eigentlich nur 20% des Getränks ausmacht. Und an der Börse ist es so, viele achten nur darauf, geht's hoch oder runter. Und unser Ansatz ist da eher, wir fokussieren uns eher auf die 80%, die in unseren Augen eben sind, habe ich eine gute Kostenstruktur und eben habe ich meine Emotionen im Griff. Also das ist tatsächlich das, was eigentlich langfristig gesehen 80% des Trading-Erfolgs ausmacht und nur 20%, ob es jetzt wirklich hoch oder runter geht. Also das ist tatsächlich. Entschuldigung. Sebastian Müller. Wenn ein Anruf reinkommt, dann bleibt natürlich alles andere liegen. Denn viele von Sebastians Kunden handeln mit Millionenbeträgen. Okay, also würde schwierig werden, dann den Hedge zu machen, womöglich. Ja. Das, was für Sebastian Alltag ist, ist für mich eine komplett fremde Welt. Aber für eine Woche auch meine Welt. Also checke ich, wie meine ersten Trades laufen. Zwei Aktien sind im Plus, eine im Minus. Im Depot liegt auch eine Zockeraktie, das heißt, die Kurse schwanken ständig. Jetzt muss ich mich erstmal abreagieren. Zieh. Genau, locker, easy. Michael hat mich zu seinem Fitnesstraining eingeladen. Aber nur Spaß ist es nicht. Auch hier hängen sich alle richtig rein. Und ich versuche mitzuhalten.
Michi. 93, starke Leistung. So, unser Gast, Marcel. 65. Yeah, starke Leistung. Super. Christian. 112 Applaus für den Christian. Ich hatte das Gefühl, es ist schon so krass auch auf Leistung, Performance ausgelegt. Also immer so ein bisschen noch den Rekord knacken und so. Ja, ja, also es ist insgesamt, glaube ich, so. Ne? Also Sport oder auch Börse und so, es geht immer darum, halt irgendwie zum einen Leidenschaft zu haben, aber auch darum, sich zu verbessern. Und ist dir das wichtig, so dieses beim, also so beim Sport oder auf der Arbeit, immer so dieses dann auch messen, wie gut man war oder so? Wenn man einfach mal so sagt, ja, okay, ich gehe heute mal so ein bisschen laufen und guck mal, was passiert, dann läufst du los und du bist direkt müde irgendwie. Aber wenn du so ein Ziel hast quasi, du gehst jetzt hier zu dem Workout und machst es oder hier jetzt, ich ruder so und so viel Kalorien, dann schafft man das auch irgendwie einfach, ne? Weil man eine ganz andere Einstellung hat im Körper. Und so ist es bei mir jetzt auch auf der Arbeit oder an der Börse oder bei allem, was ich eigentlich erreichen will. Dass man sich schon irgendwie Ziele setzen muss, weil wenn man so Larifari irgendwo dran geht, dann kommt meistens nichts bei rum. Michael, du hast ja gesagt, du schaust jetzt auch noch mal ein bisschen auf deine Kurse. Ich wollte auch mal jetzt noch den Zwischenstand checken. Wir hatten ja vorhin gesprochen, ich habe jetzt eine Aktie mal lieber verkauft. Okay. Das war dieses Plug Power, weil du meintest, da könnte es ja jetzt so, wenn die Wall Street aufmacht, vielleicht auch runtergehen. Ich hatte das Gefühl, es war keine schlechte Entscheidung, weil es ging ja wirklich runter. Ja, das war genau so eine Sache, wenn man so den ganzen Tag die Börse beobachtet, da waren die letzten 3-4 Tage oft zu sehen. Es kam die Eröffnung, da gab es erstmal 3-4% Rücksetzer, deswegen kann man sowas natürlich dann versuchen auszunutzen. Ja, cool, dass es geklappt hat bei dir. Ja, ja, ich war tatsächlich auch so ein bisschen froh, weil das, also wenn du es dann so anguckst, dann siehst du, ah ja, ich habe es für 25 Euro gekauft und dann für 27 verkauft, also so ein bisschen Gewinn gemacht. Ja. Fühlt sich irgendwie ganz cool an. An manchen Tagen fühlt es sich aber auch gar nicht cool an. Immer wieder schaue ich, wie sich meine Aktien entwickeln. Was ich noch schwierig finde, bei wie viel Gewinn soll ich verkaufen? Oder wie lange halte ich es aus, wenn die Kurse mal fallen? Die eine Chance auf den richtig großen Gewinn habe ich noch nicht gefunden. Michael, hey. Hi, grüß dich, Marcel, wie geht's? Hallo, ja, ganz gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's gut, ja. Tag war heute gut bei mir. Wie lief's bei dir jetzt eigentlich die letzten Tage? Ach ja, ich bin jetzt so ein bisschen im Plus, aber es hat sich gar nicht so viel bewegt. Also hast du auch gut Gewinn gemacht oder wie lief's dann für dich? Ja, bei mir lief sogar auch heute mal richtig gut. Ich glaube, es war sogar fast einer der besten Tage des Jahres jetzt bei mir. Also ich habe zum einen auf steigende Kurse erst gesetzt, weil ich natürlich auch davon so ein bisschen profitieren möchte, dass die Zocker da sind. Aber dann auch irgendwann bei diesen ganz krassen Übertreibungen habe ich auch mal auf fallende Kurse gesetzt. Denn diese, ich sag mal so, Insolvenzaktien, wenn die 800-900% an einem Tag steigen, dann ist es meistens wirklich so, dass das halt nicht nachhaltig ist. Ja, und dann kommen die meistens auch sehr schnell wieder runter. Das stört mich am Spekulieren. Es geht nicht darum, ob ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, sondern nur darum, ob Zocker die Aktie hypen und ich daran mitverdienen kann. Diese Woche lasse ich mich darauf ein. Aber ich merke, mir fehlt das Hintergrundwissen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe ja jetzt diese Woche auch ein bisschen angefangen, also wirklich ohne große Ahnung, einfach mal ein bisschen zum Ausprobieren Aktien gekauft. Hab dann aber auch relativ schnell gemerkt, ich habe, glaube ich, zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft. Dann ging es erstmal so ein bisschen bergab und ich habe sofort gedacht, ach, hast du jetzt direkt falsch gemacht. Ist das was, was du auch erlebst, so dieses Gefühl, ich habe was gekauft oder habe mich für was entschieden und es funktioniert nicht? Kommt bei mir auch ganz häufig vor. Ja. Es gibt ja immer diese Phasen, da hat man Angst, jetzt diesen Kursaufschwung zu verpassen. Dann denkt man, ah, jetzt muss ich noch einsteigen und kurz danach geht es wieder nach unten. Und das ist vor allen Dingen, also das machen Anfänger, aber das machen auch Leute, die ganz lang schon dabei sind. Passiert mir auch, also da musst du jetzt keine Sorgen machen. Das passiert ganz häufig in der Praxis, dass es dann eben erstmal in die falsche Richtung läuft. Was war denn bei dir so vielleicht ein Verlust oder irgendwie ein richtig schlechtes Erlebnis, woran du dich noch erinnerst? Also womit hast du mal richtig Verlust gemacht? Ja, daran erinnere ich mich sogar noch sehr gut. Das ist aus vor kurzem jetzt erst gewesen. Diese ganze Geschichte mit Wall Street Bets, wo die Aktien hochgetrieben wurden, sowas wie GameStop und AMC. Da habe ich bei GameStop viel zu früh fallende Kurse gesetzt und ja, da habe ich so um die 100.000 Euro verloren kurzfristig. Ja. Also die habe ich sogar realisiert. Ich habe die mir aber zum Teil jetzt auch wieder zurückgeholt, aber das war halt auch schon ein richtig heftiger Schlag Anfang des Jahres. Ja, ich hatte einen guten Start ins Jahr und habe dann quasi mein Jahr ins Minus gedreht. Auch das gehört leider dazu. 100.000 Euro Verlust. Und das erzählt er mir einfach so nebenbei. Also wenn es ganz, ganz schlecht läuft und das Corona war halt wirklich so eine Sondersituation, wo ich dann auch
quasi All-In war, nennt man das. Also ich habe quasi mein komplettes Trading-Kapital in Aktien gehabt. Und da das ja jetzt nicht wie früher ist, wo ich mit kleinem Geld angefangen habe, sondern dass ich, da ich davon lebe und quasi das Kapital viel größer geworden ist, sind halt auch die Summen, die man bewegt, halt viel größer. Und wenn dann der Markt halt nur noch am Fallen ist, dann ist das klar, dass das halt einen auch extrem belastet. Ne? Deswegen, also das war schon für mich eine ganz schwere Zeit. Aber du, das finde ich auch spannend. Ist das dann so, dass irgendwie dein Lifestyle sich irgendwie ändert, je nachdem, wie es gerade läuft? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so, ich kriege ja zum Beispiel jetzt mein Gehalt oder so und wie ist es bei dir? Hängt dann quasi dein Lebensunterhalt davon ab, dass du irgendwie dann da wieder deine paar Prozent Rendite gemacht hast? Der Kopf ist das größte Problem. Da spielen sich schon verrückte Dinge im Kopf an, dass man sagt, okay, wenn es jetzt noch so lange schlecht läuft, muss man vielleicht die Wohnung doch hier kündigen, Fixkosten wieder runterfahren. Tatsache, was wir gemacht haben, ich habe halt kein Essen mehr extern bestellt, sondern gesagt, okay, jetzt brauchst du jetzt nicht in der Zeit noch extra Geld auszugeben, sondern jetzt wird mal Spaghetti gegessen. Obwohl es jetzt niemals in dem, auf dem Niveau war, dass das nötig gewesen wäre. Aber trotzdem bin ich dann so der Typ, der dann einfach sagt, okay, lieber mal wieder runterfahren und die Fixkosten absenken und dann sich wieder vielleicht mehr gönnen oder mal wieder was essen gehen, wenn es besser läuft. Ne? Aber ich war auch ehrlich gesagt nicht in Stimmung, dann da irgendwie samstags frühstücken zu gehen, ja, wenn hier mein Depot gerade am implodieren ist. Unsicherheit und Risiko gehören also beim Trading dazu. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich meine Emotionen ausblenden kann. Ich checke immer wieder, ob die Kurse hoch oder runter gehen. Moin. Moin. Grüß dich. Wie geht's, mein Lieber? Ach, ganz gut. Danke. Ich hoffe, dir auch. Danke. Super. Ich habe mich nochmal mit Sebastian verabredet. Und er zeigt mir, wie er seinen Stress in den Griff kriegt. In so einem Auto bin ich vorher noch nie mitgefahren. Ein bisschen klischeemäßig wirkt das schon. Wie nimmst du das denn so wahr? Ist das bei dir sowas, was dir wichtig ist? Also überhaupt nicht. Ich nehme das auch jetzt nicht unbedingt so wahr. Status, Symbole oder generell Materielles im Leben, das ist nichts, was einen irgendwie besser oder glücklicher macht. Das ist eine Farce, wer das behauptet. Und von daher ist es eher so, dass man sagen muss, die wirklich wertvollen Momente im Leben sind ja doch, wenn man ganz ehrlich ist, ganz oft die einfachen eigentlich. Ne? Man ist irgendwo, hat die Füße im Sand und ein Bier in der Hand und genießt diesen Moment. Und das ist eher vielleicht auch die Kehrseite von diesem Beruf oder was ich auch damit meine, wenn ich sage, man verzichtet auf viel und man büßt unheimlich viel Lebensqualität ein, weil man diese besonderen Momente, diese einfachen Momente, diese wertvollen Momente, dass man die oft gar nicht so aufsaugen kann. Klar, Sebastian wirkt auf den ersten Blick nicht so, als würde ihm Reichtum gar nichts bedeuten. Aber er wird nachdenklich, wenn es darum geht, welchen Preis er für sein Leben zahlt. Was sagst du eigentlich in dem Zusammenhang, so wenn jetzt Leute sagen, wer spekuliert, bereichert sich quasi auf Kosten von anderen? Also trägt das nicht auch irgendwie zur Ungleichheit bei in der Welt? Ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit hat es da viele Exzesse gegeben. Nur muss man ehrlicherweise sagen, ein Stück weit badet unsere Generation das heute jetzt aus. Gewisserweise ist man jetzt heute gesellschaftlich fast schon geächtet, wenn man in dem Bereich ist. Ja, und man sagt jetzt nicht gerne, oh, ich bin irgendwo an der Börse, weil das ist tatsächlich schon größtenteils negativ behaftet gewesen in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen ändert, dass jetzt so diese positive Energie reinkommt durch eben die ganzen Neuen, die jetzt aktuell in den Kapitalmarkt irgendwo kommen. Natürlich gibt es Leute, die dann irgendwie auf Nahrungsmittel-Futures irgendwie spekulieren und so. Das sind alles so Dinge, ich weiß nicht, die Spielwiese ist so groß, muss man jetzt auf Orangensaftkonzentrat und Schweinehälften irgendwie traden. Also ich habe das nie gemacht, werde es auch nie machen und finde es irgendwie auch, da sollte auch jeder irgendwie tatsächlich die eigenen ethisch-moralischen Grundsätze irgendwie mitbringen, um so für sich abzuwägen, was ist da vertretbar und was nicht. Aber ich finde, du hast völlig recht, da gab es sicherlich viele, viele Exzesse und ein Stück weit zahlt man dafür auch heute irgendwie den Preis. Ja. Überzeugt bin ich noch nicht. Aber vielleicht ändert sich wirklich was. Ich finde es gut, dass es heute für Leute wie mich einfacher ist, an der Börse einzusteigen. Danke dir. Schon wieder Sport. Und schon wieder kein Larifari, sondern hartes Training.
Warum sind alle Trader so ehrgeizig? So Leiden im Sport, das gehört auch für dich dazu. Also muss hart sein. Ist ja das, was am Ende dann den Fortschritt bringt. Ich finde, das ist das Schöne. Wenn man beim Training alles gegeben hat, hat man auch das Gefühl, es geht voran, man verbessert sich. Das nächste Mal fällt es nicht mehr so schwer, sondern es geht leichter. Von daher bin ich immer ein Freund von, wenn es zur Sache geht. Oh. Oh. Ich bin ziemlich kaputt. Und diese ständige Selbstoptimierung wird mir auch ein bisschen viel. Ich will mich nicht immer rechtfertigen, wenn ich einfach mal einen Tag lang nichts tue. Beim Trading heißt nichts tun aber Chancen verpassen, keinen Gewinn machen. Michael trifft sich heute mit Tradern aus seiner Community. Hier wollen alle mit der Börse Geld verdienen. Mich interessiert, was das für Leute sind. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie sagen, ja, ich werde jetzt Trader, um reich zu werden, damit ich mir ein geiles Auto kaufen kann oder so. Was war so bei dir so die Motivation dafür, dass du eingestiegen bist? Also vordergründig war es schon diese Sache, ja, mit dem Geld. Ne? Also das ist schon so das, was einen triggert, sag ich mal. Ne? Aber um konstant quasi dabei zu bleiben, gehört schon mehr dazu. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, okay, ich will jetzt der Reichste werden oder ich will mir jetzt ein Lambo kaufen von dem Geld, was ich hier mit Trading verdiene. Für mich ist es auch so ein Beweggrund gewesen. Ich weiß, später im Alter werde ich irgendwann auch mal in Rente gehen und ich will mir einfach jetzt auch schon was drauf schaffen. Die Szene ist ein einsamer Ort, irgendwie kämpft da jeder für sich alleine. Aber mit der Community, die wir hier so krass, oder wie der Michi das groß aufgebaut hat, ist es nicht mehr alleine. Da hockt man zusammen, da schreit man, da diskutiert man über die Muster, was gerade passiert ist. Und es ist, wie gesagt, wie eine Familie. Ist es ja schon auch so ein bisschen so eine Männerrunde, oder? Oder sind jetzt heute einfach gerade zufällig keine Frauen da? Schade eigentlich, ja, aber da gibt es jetzt nichts irgendwie, dass man da sagt, hey, die Frauen können das nicht. Es gibt ja sogar, glaube ich, viele Studien, dass Frauen das sogar besser können als Männer. Was sogar sein kann, weil Männer vielleicht teilweise zu draufgängerisch sind oder so an der Börse, ne, oder zu viel Selbstbewusstsein haben, ja, gegenüber dem Markt. Und das kann auch gefährlich sein. Viele in Michaels Community traden nur neben ihren normalen Jobs. Einige haben schon krasse Geschichten erlebt. Also ich auch zum Beispiel. Und ich muss sagen, zum Beispiel bei mir war es Lustiges, war wirklich diese Wirecard-Geschichte. Aber das war auch am Anfang von meinem Trading am Ende. Also ich habe, keine Ahnung, mit 20.000, 30.000 Euro getradet und dann habe ich halt an dem Tag 40% verloren. Weil ich halt nur zwei Aktien gehabt habe und extra gesagt, oh, da kannst du ein bisschen reinbuttern und das wird. Natürlich checken alle zwischendurch die Kurse. Und jetzt ist bei mir Zeit für die Bilanz nach 7 Tagen Zocken an der Börse. Ich bin ja mit 200 Euro gestartet. Wenn ich jetzt noch mal drauf schaue, also im Moment stehe ich bei 199,66 Euro. Okay. Also eigentlich so plus minus null fast. Selbst wenn die Gebühren da sehr gering waren mit 1 Euro, wenn man das mal hochrechnet, sind es da schon mehrere Prozent. Also ich glaube, vor Gebühren wärst du eigentlich mit einer ganz guten Rendite im Plus gewesen, aber nach Gebühren, ja, hat das so ein bisschen leider aufgefressen. Aber Erfahrung hast du auf jeden Fall gesammelt. Also gut, man muss schon so ein bisschen realistisch sein am Ende und eben jetzt nicht erwarten, dass man so von jetzt auf gleich reich werden kann. Nee, auf gar keinen Fall. Ne? Wenn man das mal hochrechnet, du hast jetzt eine Woche gehandelt, wenn du jetzt hier mehrere Prozent gemacht hättest, wenn man das mal hochrechnet, was das in einem Jahr wäre, dann wären es ja ein paar hundert Prozent in einem Jahr. Und wenn man so sagt, richtig gute Investoren wie Warren Buffett machen 20%, richtig gute Trader vielleicht 50% im Jahr, ne, dann wäre es eigentlich schon eine ganz gute Rendite, wenn wir sagen, du hättest zum Beispiel 1% diese Woche gemacht. Ne, auf diesen kleinen Betrag ist es natürlich sehr wenig, aber wenn du mit mehr Kapital handeln würdest, ne, dann wäre das ja ganz ordentlich gewesen. Eigentlich kann ich zufrieden sein. Ich habe ein bisschen Gewinn gemacht, leider haben die Gebühren ihn aufgefressen. Es ist beeindruckend, wie kompromisslos Sebastian und Michael ihren Beruf leben. Dieses ständige Online-Sein, die Anspannung, immer der Beste sein zu wollen. Für mich wäre das nichts. Ein paar nicht spekulative Aktien werde ich mir aber anschaffen. Langfristig.